Michael Hanusek, wir sind hier in Ruhrort im Gemeindehaus und hier findet ab morgen, Freitag, den 12.10. eine Ausstellung statt unter dem Stichwort Begegnungen vor Ort, Inside, Outside. Sie sind da nicht ganz unschuldig dran, so formuliere ich das mal, und Sie erzählen uns bestimmt mal ein bisschen Näheres. Also Inside, Outside meint eine Begegnung zwischen zwei ungleichen Welten. Es sind zwei Gruppen, die sich hier treffen und einen Dialog führen durch die Kunstwerke. Es ist auf der einen Seite sind das die Malzeitler, eine Malgruppe aus der Sozialpsychiatrie hier in Ruhrort, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Teilnehmer des Kreativkreises Ruhrort. Der Kreativkreis, der seit 2010 besteht, ist eine Gruppierung von Menschen, die den Stadtteil quasi nach vorne bringen wollen. Es sind nicht nur Leute, die mit Kunst was zu tun haben, aber auch bildende Künstler, auch einfach Kreative. Und die haben wir angesprochen in der Hoffnung, dass sie sich diesen Dialog nicht verschließen. Und es ist, wie ich meine, eine recht spannende Ausstellung zustande gekommen. Und zumal in Ruhrort einfach Änderungen vor sich gehen, die wir schon im Laufe der letzten Jahre wahrgenommen haben. Und das, was wir auf jeden Fall verfolgen, was uns wichtig war, dass eben die Malzeitler, also die Leute aus der Sozialpsychiatrie, die viel zu wenig am öffentlichen Leben teilnehmen, dass sie die Möglichkeit bekommen, zumindest über ihre Kunstwerke in Kontakt zu treten zu dem, was wir als offizielle Welt bezeichnen. Sie hatten vorhin das schöne Stichwort Inklusion benutzt. Inklusion ist ein viel zu viel bemühtes Wort in der letzten Zeit. Es ist ein Politikum geworden, das vor allem im schulischen Bereich verwendet wird. Aber man müsste diesen Bereich auch im Alltag anwenden. Und dazu gehört die Miteinbeziehung aller gesellschaftlichen Schichten in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist zwar ein schönes Vorhaben, aber wie soll man das bewältigen? Die beste Möglichkeit oder vielleicht die einfachste Art ist tatsächlich, das über die Hervorbringungen zu machen, nämlich über die Kunst, meinetwegen auch über Theater, über Musik, über bildende Kunst, über Literatur. Alles ist möglich. Im Kreativkreis sind auch Leute, die mit Literatur zu tun haben. Wir haben auch gefragt, inwiefern auch Lesungen veranstaltet, während der Ausstellung veranstaltet werden können. Aber es hat sich im Moment zeitlich nicht realisieren lassen. Aber Musik wäre mit Sicherheit denkbar. Morgen wird die Ausstellung von Anke Johansson eröffnet. Eine Musikerin. Also auch andere Bereiche aus der Kunst wären durchaus möglich. Sie haben aber zumindest jetzt schon mal Ihre ersten Erfahrungen hier sammeln können. Hat die Zusammenarbeit, hat die Begegnung so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben? Die Begegnung findet natürlich erstmal, weil das eine Bilderausstellung ist. Nein, ich meine jetzt die Begegnung zwischen den Künstlern der verschiedenen Richtungen. Auch die hat schon stattgefunden, natürlich im kleinen Ausmaß. Denn dieses Vorhaben, die zwar sehr schön ist, die muss sich ja auch mit Leben erstmal füllen. Und es ist ja wahnsinnig schwierig, man kann sich als normal, als gesunder Mensch kaum vorstellen, mit welchen Barrieren psychisch kranke Menschen Tag für Tag zu kämpfen haben. Schon der Weg vom Otto Vetterhaus zur Ergotherapie, der ist ja mit Sicherheit zum Teil mit Ängsten gefüllt, weil die Vorstellung, dass man gesehen wird, wie man in den Bunker, zum Bunker geht, die ist ja schon belastet. Und insofern sind solche Ausstellungen absolut notwendig.
Und ich bin ziemlich sicher, wenn die Leute erstmal das Ausmaß dieser Ausstellung sehen, werden sie selber überrascht sein, was sie überhaupt zu Wege gebracht haben. Denn wenn man Monate oder Jahre lang in wirklich räumlich beengten Verhältnissen malt und man hat überhaupt keine Möglichkeit, mit Abstand seine Bilder zu sehen, weiß man im Grunde genommen gar nicht, was für eine Wirkung die Bilder erzeugen. Erst in dem Augenblick, wo sie in Korrespondenz treten können zu anderen Bildern, dann wird erstmal klar, was ich da gemacht habe. Und wenn man sich das anguckt, dann sehen die Leute auch sofort, ich muss mich ja von niemandem verstecken. Also gewissermaßen ein erster Schritt auf einem weiten Weg. Ja, absolut, absolut. Okay, dann nochmal zu den Daten. Wir hatten schon gesagt, am 12. Oktober beginnt die Ausstellung. Wie lange wird sie zu sehen sein? Die geht bis zum 28.10. und ist täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet, mit Ausnahme der Freitage. Freitags ist zu. Ich bedanke mich.